damit Kevin, was geht ab und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Paper Mario The Origami King Refolded. Ganz genau, der wunderbare Fanmod von Hunter Xuman. Vielen Dank dafür. Guys, wir haben beim letzten Mal so viel krass erlebt. Wir haben ein Custom-Item, ganz kurz, wir haben ein Custom-Item bekommen. Den Quake-Hammer, der richtig so Flächenschaden macht um uns herum komplett. Mega krass, wir sind in den Tempel des Erdpergamentons rein und haben dort schon viele spannende und feurige Dinge vor allen Dingen erlebt. Und ich weiß nicht so ganz, was uns jetzt erwartet. Deswegen lass uns doch mal schauen. Warte, es ist nur ein riesengroßes Loch. Das ist schade. Und wo ist das Erdpergamenton? Wir sind so weit gekommen und jetzt ist es nicht mal da. Warte mal, was ist denn das da unten? Oh nein. Wunderbar. Also ich bin nicht so der Beste. Es tut mir leid. Ich hätte dir vielleicht beibringen sollen, wie man fliegt, Mario. Wie dem auch sei, ich hab da runtergeguckt und hab nur diesen grünen Spot gesehen, bevor du runtergefallen bist. Was meinst du, ist das? Ich hab da ein ganz mieses Gefühl. Wir sind gerade in eine Grube gefallen und es passieren Dinge. Das Erdpergamenton ist am Start. Let's go. Es ist das Erdpergamenton und es ist aus Origami? Oh, und es ist so cool. Boah, Olivia, mega der Fangirl geworden. Oh nein, Hex, ich glaube nicht, dass es sehr freundlich ist. Vielleicht wurde es gefalten von meinem Bruder. Wir müssen auf jeden Fall gegen es kämpfen. Ganz genau, Guys, unser erster richtiger Bosskampf. Und der folgt einem ganz anderen System als die anderen Kämpfe. Und das wird uns jetzt erklärt. Boah, das sieht so krass aus. Und schau dir mal diesen Panzer an, der ist super stark. Ja, das wissen wir tatsächlich schon aus der letzten Folge. Da wurde uns das tatsächlich erzählt in dieser Ausstellung, dass der Panzer so gut wie unzerstörbar ist. Das heißt, wir sollten den Panzer vielleicht nicht angreifen. Mal gucken. Schau dir diese Beine an. Die sehen verwundbar aus, oder? Ja, das tun sie. Und jetzt wird uns gleich das neue System erklärt. Ihr merkt schon, wir sind gar nicht in der Mitte. Wir sind jetzt außen und da sind Pfeile und... What? Ganz genau, das wird uns jetzt erklärt. Ich bin mega hyped darauf. Das Erdpergamenton ist diesmal in der Mitte und wenn wir dahin wollen, müssen wir uns die Pfeile so hinlegen, damit wir hinkommen. Wir laufen immer eine komplette Strecke da entlang. Wir starten direkt vor uns. Da sollte natürlich ein Pfeil hin, da wir sonst nicht weiterlaufen können. Wir schieben einfach mal diesen wunderbaren Pfeil von da oben nach da unten. Und am besten ist es dann, wenn du auf einem Angriffsfeld landest. Das ist das Feld mit der Faust drauf. Das ist super cool. Und dann kannst du einen Angriff wählen und das Pergamenton angreifen. Das ist alles. Danke, Olivia, dafür. Komm, Olivia, ich hab's doch jetzt erklärt. Ist doch gut. Nochmal ganz simpel. Wir drehen Pfeile vor uns hin, laufen diesen Pfeilen entlang, ändern die Richtung bei einem neuen Pfeil und sollten nach Möglichkeit auf so einem wunderbaren Angriffsfeld landen. Das ist, das. Nein, also, meine Hand ist hier abgeschnitten. Entschuldigung. Das ist das mit der Faust drauf. Und dann können wir eben einen Angriff starten. Mega, mega entspannt. Und somit starten wir nun unseren ersten Bosskampf. Wir haben noch einige Sekunden Zeit, um genau zu sein, 65. Das ist krass. So, jetzt laufen wir da lang und können unseren ersten Angriff starten. Das Pergamenton ist voll gleich, ich habe es viel größer in Erinnerung. Okay, und jetzt auf jeden Fall verschiedene Angriffe gehen auf verschiedene Bereiche. Wir sollten am besten nicht springen, sondern einen wunderbaren Hammer benutzen auf die Beine. So viel dazu, genau. Oh, ich krieg das Timing halt nicht hin, es tut mir leid. Aber ich glaube, das war ganz okay. Jetzt ist der Gegner dran. Wir sollten das natürlich blocken. Ja, bitte. Okay. Wir hätten uns vorher vielleicht nochmal heilen sollen. Ach ja, wir waren ja voll. True. Okay, jetzt nochmal. Bitte erklär mir das jetzt nicht die ganze Zeit. Nein. Hör doch auf. Come on. Also, wir holen uns den Pfeil. Das ist krass. Nein. Wir haben nur zwei Züge. Ich bin so lost. Ich habe nicht drauf geachtet. Ich darf nochmal. Oh, danke schön, danke.
tatsächlich dieses mal 2 heißt, wir haben doppelte Angriffskraft in der Phase. Was halt sehr, sehr, Hallo! Der dreht das nicht richtig. Ein Move und der zweite wäre Angriff. Ich wollte noch dieses mal 2 hinmachen, weil das verdoppelt unsere Angriffskraft. Was halt richtig, richtig cool wäre natürlich, aber dann halt nicht. Entschuldigung. Kann man denn so ein schlechter Gamer? Oh mein Gott, ich bin enttäuscht von mir. Total. 2, 3. Wir haben schon sehr, sehr gut Damage genommen. Okay, da liegt Heilung. Da. Genau, ganz kurz bei diesem Brief hier. Da bekommen wir einen Hinweis, wie wir am besten kämpfen. Kisten sind sowieso immer ultra krass. Wir haben halt nur 2 Moves, gell? Nein. Vielleicht so? Ja. Nein, nein, ich will das Herz. Wir packen das Herz in unseren Weg und dann können wir da angreifen, genau. Oh, ich kann noch einen Move machen? Ja, komm, dann pack noch den Brief rein. Warum nicht? So. Erstmal Heilung und dann... Das Erdpergamenton ist super zäh. Wenn du auf den Rücken springst, wird das halt gar nichts bringen. Benutz lieber den Hammer auf die... Genau. Das war auch meine Idee. Rein da. Wundervoll. Komm, einmal krasser. Immerhin ein Great diesmal. Immerhin ein Great. Okay, wieder blocken, wieder blocken. 1, 2, 3. Okay, wichtig auf jeden Fall. Ich hätte auch gerne so eine Kiste. Da ist nämlich immer krasser Stuff drin. Ne, wir müssen ja nach hinten. Beziehungsweise, ich glaube, so würde auch gut sein. Ja. Diesmal holen wir uns hier schön die Kiste hin. Wir können sogar noch einen Move machen und den Brief nochmal hintun. Also noch einen Brief. Was der uns jetzt sagt, tatsächlich keine Ahnung. Oh, okay. Der Swans vom Erdpergamenton ist sehr, sehr krass so. Wichtig. Oh, wichtig. Was wir gerade entdeckt haben, ganz wichtig. Aber wieder nur ein Great. Wir haben noch nicht einmal ein Excellent nach 6, 7 Folgen? Ist auch irgendwo traurig, ganz ehrlich. So. Jetzt aber. Oh, jetzt wird's heavy. Wir laufen nach rechts, wir laufen nach unten, wir laufen wieder nach rechts. Warte. Ich muss ja das hier nehmen, oder? Das hier gehen? Nein, 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 nein. Es sollte schon... Das wäre der Kopf. Mal gucken, ob wir dem Kopf auch Schaden anrichten können. Außer ich habe mich jetzt komplett verguckt. Kann natürlich auch sein. Aber normalerweise würden wir jetzt den Kopf angreifen. Genau. Mit einfach doppelter Angriffskraft. Mal gucken, ob das was bringt. Ich weiß es natürlich nicht. Oh, 9 Damage auf den Kopf. Das war wichtig. Oh, 8 Damage, aber in Anführungszeichen nur 8 Damage. Ja, also safe. So. Ich will ganz dringend das hier haben. Rein da. Nur geradeaus. Jetzt haben wir 2 Angriffe. Jetzt können wir 2-mal mit dem Hammer zuschlagen. Einfach eine Zusatzaktion. Genau. Aber ich glaube, das bringt uns gar nichts, oder? Nee, tatsächlich nicht. Der zweite Hammer ist ein bisschen verschwendet. Okay. Jetzt hat es ziemlich Damage genommen. Oh, und so auch nochmal minimal. Okay, geblockt, wichtig. Oh, was passiert mit dem Erdpergamenton? Es legt eine super Attacke auf. Wir sollten uns beeilen. Ja, das sollten wir. Da sind jetzt Faltkreise auf einmal. Boah, Mario, du solltest auf jeden Fall einen davon nehmen. Das wird bestimmt wichtig sein. Denke auch. So. Nach vorne, nach rechts, nach unten. Warum nicht noch die Kiste mitnehmen? Und das hier. Ich hoffe, ich habe richtig geguckt. Ah, guck mal, sogar den Brief, genau.
Wenn es in der Shell ist, dann benutze auf jeden Fall die Faltarme. Das tue ich gerade. Okay, mal gucken, was jetzt passiert. Also, obviously, Faltarme. Bro? Okay, Mario, gib ihm alles, was du hast. Ich bin dabei. Komm, rein da. Let's go. Ist es down? Ist es down? Ist das der first try? Yes. Super gemacht, Mario. Dankeschön. Da habe ich mich auch wirklich mal angestrengt hier. Let's go. Innerhalb von den ersten 10 Minuten einfach 1200 Coins dafür bekommen. Was ist das denn? Es ist einfach zusammengeschrumpft zu einem kleinen Buch. Die Erdfallbibel erhalten. Faltfibel, Entschuldigung. Wie ist denn das jetzt so ein Buch geworden? Bisschen weird. Oh, es ist eine Anleitung, wie man das Erdpergament faltet. Oh, vielleicht ist das ein Weg, der uns helfen könnte. Lass mich sehen. Ah ja, wenn wir hier knicken und dann ein bisschen hier und... Ah, boah, ich weiß jetzt, wie es geht. Ich fühle diese Erdpergamenton-Kraft in mir. Ah, vielleicht solltest du diesen magischen Zirkel ausprobieren. Zirkel, diesen magischen Kreis. Ja, das sollten wir tun. Und jetzt... Wow, wie sehe ich aus? Stark? Imposant? Ich dachte immer, Schildkröten sind cute. Aber in Wahrheit fühle ich mich so powerful. Ich bin das Erdpergamenton. Weißt du was? Ich werde uns hier raustanzen. Was ist nur über mich gekommen? Ich hatte all diese Pergamentonkraft in mir und ich musste es irgendwie verbrennen. Das hat richtig Spaß gemacht. Ich glaube, ich kann diese magischen Kreise jetzt benutzen. Das bedeutet, wir sollten jetzt die Kraft haben, den Tower runterzuholen. Ich denke, das können wir. Ich denke. Wo werden wir rausgelassen? Oh, hier. Ey, steh doch nicht hier auf unserer Gottheit herum. Was tust du denn? Das geht ja mal gar nicht. Meint ihr, wir sollten denen verraten, dass wir ihre Gottheit gerade getötet haben? Lieber nicht. Wer bist du denn? Wow. Ich kann fast diese Kraft fühlen, die das Erdpergamenton hier auslöst. Ich will mir das nicht nochmal... Kamek? Ich frage mich, was die Klauen hier so... tödlich sind. Voll viel Stuff auf einmal. Okay. Wer bist du denn? Ihr seht alle so cool aus. So viel Custom Stuff. Es ist so innovativ. Guys, innovativ. Gibt es zwar nicht mehr, aber innovativ. Guten Tag. Wie cool ist das denn? Das heißt, wir sollten uns jetzt auf den Weg machen, den Turm zu erreichen. Wer bist du denn? Ey, hier gibt's super coole Accessoires. Willst du Accessoires kaufen? Ja, will ich. Die zwei hier.
erstmal mehrere Herzen. Das heißt, wir haben während eines Kampfes mehr Herzen als außerhalb des Kampfes. Und wir erleiden jetzt auch noch zusätzlich einfach weniger Schaden. Hype? Einfach Hype. Und das ist ein Toad Alert Glocke. Die klingelt, wenn wir uns dem Toad nähern, aber die brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Yo! Cool, wer bist du denn? Ah, herzlich willkommen im Erdpergamento-Tempel. Wir sind wieder zurück im Business. Sei nicht zu schüchtern, was zu donaten. Okay, aber ich donate nicht. Muss ich jetzt den ganzen Weg wieder hochlaufen? Ich denke schon. Tun wir das doch. Also das hier sieht aber tatsächlich sehr sus aus. Das ist so cool. Ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern. Das ist cool. Okay, jetzt lasst uns aber nach oben gehen. Jedoch habe ich hier gerade noch was ganz Spannendes entdeckt. Oh nein, ich werde verfolgt einfach. By the way, Olivia hat gesagt, wir sind jetzt so strong, also wir sind durch dieses KP Max Plus so stark geworden, dass wir Goombas jetzt einfach schon auf der Overworld besiegen können, ohne in den Kampf gerissen zu werden. Das klingt ganz cool tatsächlich. Warum brauche ich hier zwei Moves? Cursed. Einmal rein da. Ich hoffe, wir kriegen die jetzt schon besiegt. Das wäre echt cool. Let's go! Ich habe keine Angst mehr vor den Blumen. This will be their end. Gut, vielleicht sind wir mit dem Eisenschuh nicht so stark. Nee, immer noch nicht. Schade. Oh, was passiert? Ach stimmt, die können ja nichts. Die sind ja in ihrer Schalenform. Ich hätte die ganz eigentlich echt viel lieber zum draufhüpfen anstatt mit dem Hammer. Wir könnten den Hammer mal usen, wenn wir viele Gegner haben. Das sollten wir auf jeden Fall mal tryen. So, jetzt wird aber hier erstmal ein bisschen reingeklöppelt. Ich krieg dieses Timing nicht hin. Was ist los mit mir? Guys, ihr müsst mir eure Kraft zusetzen, indem ihr ein Like auf der Folge da lasst. Ja, by the way, echt richtig lieb von euch. Würde mich, ihr wisst Bescheid, mega unterstützen und natürlich auch freuen. Wir können jetzt natürlich den Toad befreien, aber wir wollen alle wissen, was passiert, wenn wir hier mit diesem Pergamentonkreis interagieren, oder nicht? Schauen wir uns das doch mal genauer an. Das ist, by the way, dieselbe Verwandlungsanimation wie vorher, deswegen skippe ich die hier einfach mal. Okay, dann lass uns mal ein bisschen tanzen, Mario! Oh yeah, ich tanze so around, sodass der Tower runterkommt. Oh wow. Yeehaw, yeah. Wie krass, cool, yeah. Das scheint funktioniert zu haben. Oh ja, war nicht schlecht, muss ich schon sagen. Sehe ich genauso. Das hier hinten ist doch mehr als sus. Gar nichts. Boah, wenigstens unsichtbare Coins hätte ich gefühlt. So, dann lass uns mal in diesen Tower reingehen. Ich weiß gar nicht, was ist das überhaupt für ein Tower? Ich kann das obviously nicht lesen. Ich weiß schon, was uns im Tower erwartet, aber ich weiß halt nicht so, was da steht. Stimmt, diese krassen Zeichnungen. Ja, die sehen mega sick aus. Da ist ein sehr großes Loch. Genau da. Boah. Sieht nicht schön aus. Oh, guck mal, eine Banane. Das ist voll cool. Oh, die wurden gezeichnet. Das ist schön. Ah, das ist eines der größten Löcher, die ich je gesehen habe. Du brauchst ziemlich viel Konfetti, um das zu richten. Und das habe ich nicht. Dann holen wir noch mal ein bisschen Konfetti. Wie viel fehlt uns noch? Nicht mehr viel, oder? Das sah nicht so aus, als würde uns viel fehlen. Hier steht doch bestimmt ein Baum. Nein, aber hier sind Blumen.
Das sah jetzt nicht so aus, als würden da so Unmengen fehlen, oder? Weiß nicht, vielleicht schätze ich es auch völlig falsch ein. Ich würde sagen, das hier reicht schon. So, machen wir das noch ganz kurz zu. Ey, die Ladezeiten sind echt schlimm. Wundervoll. Oh ja, du hast das Loch weggemacht. Och, du meine Güte. Das ist ja das Gesicht von meinem Bruder. Das ist ja gar nicht gut. Aber wie dem auch sei, das ist richtig gut gezeichnet. Das muss ein ganz schön guter Artist sein, der hier so schöne Pilze und Sachen sehen kann. Warte mal, das bedeutet, wer auch immer das gezeichnet hat, kennt meinen Bruder. Ich weiß nicht, aber es gibt keine andere Erklärung dafür. Ja, das hätte ich jetzt auch so gesagt, nicht? Wie viele Toads sind hier denn schon wieder? Wir hatten keine Wahl, wir mussten hier Dinge tun. Mein Hals tut weh, Geist, ich kann nicht mehr. Kann nicht die ganze Zeit Toads synchronisieren. Hier ist ein Toad. Oh. Mag das gar nicht, dass die alle eine Textbox haben, oder? 80% der Toads haben eine Textbox. So, die drei. Da hätte doch gereicht, wenn einer eine hat und nicht alle. Aber ist ja kein Stress. Okay. Hier gibt's wunderbar lecker, schmeckutastisches Geld. Nein, nein, nein. Bitte. Möcht nichts kaufen. Wobei, Mushrooms? Wenn man so drüber nachdenkt, vielleicht. Da habe ich noch einen gesehen. Boah, ich würde die am liebsten eigentlich nicht retten, aber die helfen mir halt in Kämpfen. So, deswegen. Nein, nein, halt, stopp, du reißt mich auseinander. Entschuldigung. Jo, noch mal ein bisschen Konfetti. Oh nein, die Tür ist auf einmal zu. Wie könnte das nur passieren? Hä? Wie sollen wir denn jetzt draufkommen? Wir sollten erstmal nach oben gehen vielleicht. Ich drück mal den Aufzugknopf. Das alles? Das ist ja easy. Kann ich einfach mit dem Aufzug hochfahren, hä? Auf die entspannteste Art und Weise, bitte hör auf, so viel zu reden jetzt. Wirklich. Guys, wenn ihr, by the way, wissen wollt, um was es überhaupt in dem Spiel geht, ihr könnt euch mein Original-Let's Play anschauen, wenn ich euch hier zu viel skippe. Ist bestimmt irgendwo verlinkt. Oder schaut einfach auf dem Channel ein bisschen in den Playlists. So, ab nach oben. Das ist vielleicht nicht die beste Zeit, aber ich wollte schon immer mal in einem Elevator sein und den Knopf drücken. Und die Ansage machen. Wir kommen nun am dritten Stock vorbei. Kosmetische Sachen, Handtaschen. Ich weiß nicht, was Slacks sind. Orangen, Parfüm und Campingausrüstung. Mein Hals ist so tot. Nächster Halt. Vierter Stock. Fahrräder, Matratzen, formale Kleidung, Mixer und Comicbücher. Ich mag die Sortierung in dem Laden. Wie stelle ich mich an? Ja, wunderbar. Ich wollte das schon immer mal machen. Ja, okay. Okay, Entschuldigung. Wow, das war richtig knapp. Aber was sind diese komischen Sticks? Also, im Fachjargon werden diese Stöcke auch Stifte genannt. Ist jetzt nur eine Vermutung, aber ich komme ja aus diesem Fachjargon. Ich bin ja Profi-Stifter. Liebe Passagiere, es gibt vielleicht eine kleine Verzögerung, aber mein Freund Mario wird sich um den Notfall kümmern. Mario, mach was! Ja, das ist doch eine gute Idee. Going down!
Nur um das ganz kurz zu erwähnen, das kann mega tödlich sein. Egal. Oh, erster Stock, absolut alles kaputt. Wir sollten vielleicht die Treppe nehmen. Oder vielleicht auch erstmal einen wunderbar schönen Kampf machen. Oh, das sind sehr viele Enemies. Sieht jetzt tatsächlich gar nicht so heavy aus. Einfach Hardcore, hä? Ja, okay. So. So. Und so. Wir können jetzt mal den neuen Hammer testen, weil wir haben ja viele Gegner hier. Den Hammer. Mal gucken, was der macht. Oder wie genau er funktioniert. 5 Damage für jeden. Okay. Irgendwie ist keine Reihe gestorben. Das ist nicht gut. Der macht wenig Damage, aber er macht viel Damage. Ich glaube, zum Finishen ist der bestimmt sehr wichtig. Mal gucken, ob es reicht, den nochmal zu benutzen, weil sonst müssen wir uns jetzt aufteilen. Bitte, komm. Jawollo! Let's go! Das macht Spaß. Ich mag das neue Item jetzt schon. Halt für Goombas. So, ihr merkt schon, sehr stark ist das natürlich nicht. Ich hoffe, wir haben genug Konfetti. Auf den Nanometer. Das ist krass tatsächlich. Was gibt's hier? Da kann ich rein. Tun wir das doch. Oh. Oh mein Gott. Das ist das Größte. Das ist noch größer. Aber da ist ein unsichtbarer Block. Ich könnte helfen. Aber es ist was ziemlich Schlimmes in meinem Restaurant drüben gerade. Ich bin der Chefkoch und könnt ihr mir helfen, da ein bisschen aufzuräumen? Kann ich gerne machen. Aber erstmal wollte ich dem Toad hier oben helfen. Der sieht so aus, als braucht er wirklich Hilfe. Oh, der wurde sogar gezeichnet. Wie cool. Soll ich das sein? Mein Hut ist nicht so dick und die Farbe ist komplett falsch. Ist ja auch egal. Ich wollte mich gar nicht beschweren. Ich gebe dir einen Pilz dafür. Dankeschön. Wir haben gar keine Schnips. Okay. Dafür müssen wir uns um dieses Restaurant kümmern. Ja. Das ist hier drüben. Steppen wir doch mal hier hinein und schauen uns an, was wir hier tun müssen. Das ist creepy. Kann was essen. Das hätte mich voll gehalten. Nein! Was ist hier drinne? Danke dafür, Mario! Baba! Ist super cool, aber da hat so ein Fallschirke, der hat mich hier reingesteckt. Okay. Gibt's hier? Das sieht sass aus. Weiß ich nicht. Lass uns mal hier durchgucken. Die Pfanne ist sass. Ey, so viele Herzen. No way. Oh, ein Toad. Baba, danke für deine Rettung. Mehr sag ich eigentlich gar nicht. Ist auf jeden Fall mega, mega creepy hier drin. Da ist noch ein Toad. Der wiegt gar nichts scheinbar. Oh, jetzt aber schon. Also, wenn man gefaltet ist, wiegt man weniger, wie wenn man nicht gefaltet ist. Ja, und Mario ist auch zu Entschuldigung. Auch nur ein Toad. Ja, komm, ich will... Nee, die Toads, die sagen mir zu viel. Können wir bitte appreciaten, dass auf den Dingern Gesichter drauf sind? Das habe ich gar nicht gesehen. Der ist sogar wütend. Seht ihr, da kommen so Dampfdinger oben raus. Wie cool. Das ist auch sehr sass. Da kann ich was lesen. Wasch deine Hände. Seriously, wasch deine Hände. Okay. Mach ich? Ja, danke für deine Hilfe. Was ist jetzt eigentlich krasses passiert? Gar nichts. Warum bin ich hier hin? Kann ich das da rüberschieben? Nein? Doch. Das sieht schon so aus, als könnte man das bewegen. Das heißt aber, hier oben muss ja irgendwas geben.
Weiß nicht, was man in dem Restaurant machen muss, Guys. Wir gehen nochmal nach hier hinten. Vielleicht habe ich hier noch nicht alles durchsucht. Hier ist noch ein Toad. In der Pfanne, als Frühstücksei. Danke für deine Rettung. Ja, kein Problem. Oh, jetzt habe ich mich actually erschrocken. Oh, die machen Damage. Bleib hier. Hey, da ist einer an mir dran. Da ist auch noch einer. Da unten drunter. Und der im Topf. Ah, draufspringen. Da oben ist einer. Ihr seht nicht, wo ich hinzeige, aber... Das sind sogar mehrere. Der kann sogar fliegen. Ich hab doch drauf. Hallo. Der sieht aus, als wäre er schwerer. Er fliegt wieder nach oben. Wundervoll. Sind welche nach draußen gegangen? Ich weiß es nicht. Ja. Wie kann das denn sein, dass er da reinläuft? Wirklich. Oh, da hinten ist noch einer versteckt. Wundervoll. Wie kann er mich hitten? Das macht manchmal gar keinen Sinn. Oh mein Gott. Ich habe richtig Angst vor denen. Und da oben auf dem Teller. Den habe ich als erstes gesehen, tatsächlich. Da sind noch welche. Ich kann nämlich noch nicht raus. Oh, vielleicht hier drinnen noch? Nein. Auf der anderen Seite. Wir gucken nochmal auf der anderen Seite. Da ist einer wieder reingegangen. Nein. Ist das einer? Nee. Habe ich hier drin schon geguckt? Den haben wir. Unter der Pfanne. Die Pfanne fand ich vorher schon sass. Nee. Nee. Wo ist der letzte? Seht ihr noch einen? Oh mein Gott. Hier oben über mir. Der ist krass versteckt. Ja, das hört sich auch so an, als wären das alle gewesen. Okay. Das war cool. Das war so eine kleine Mini-Challenge, die fand ich ganz unterhaltsam, weil es halt was anderes ist. Das ist cool, das ist cool. Ich sag dem Chefkoch Bescheid, dass in seiner Küche wieder Ordnung herrscht. Ich höre nicht mehr, ich höre diese komischen Viecher nicht mehr. Boah, du hast da alles gerettet, hier hast du Konfetti. Ey, vielen Dank. Das ist super. Ich hoffe nur, dass das reicht. Wir feuern einfach mal ein bisschen rein. Das hat niemals gereicht, aber von mir aus hat es halt gereicht. Okay. Okay, wir sind hier oben auf einmal. Auch cool. Mag das diese Bricks hier aus Mario Bros. Sind auch die Büsche und so. The hammer isn't working. Ja, aber hier ist es gebrochen sogar noch. Puh. Keine Ahnung, wie es hier weitergehen soll. Der Hammer funktioniert hier nicht. Ja, vielleicht gehe ich auch einfach durch die Tür. Die ist abgeschlossen. Okay. Wie kommen wir da nur rein? Ich weiß es nicht. Oh, da passiert was. Oh mein Gott. Ui. Ich wollte eigentlich die Folge beenden. Was passiert hier? Die Stifte sind Raketen. Wir müssen hier ganz dringend weg. Oh, jetzt wird auch noch auf uns gezielt. Ja, Guys, an der Stelle ist das Game gecrashed. Sorry, dass ich hier von der Seite reinkrätschen muss, aber ich habe eine wichtige Mitteilung zu machen. Dieses Armgewackel von Mario, wie Bert das Brot, ist tatsächlich ein wirklich sehr, sehr großes Problem.
wie ich gerade gesagt habe, ist das Game gefreezed. Oder halt einfach gecrashed. Da das aber jetzt nicht einfach nur so ein einfacher Crash ist, dass das Game irgendwie den Geist aufgibt oder so, das wäre gar kein Problem. Wir hätten einfach wieder neu laden können und dann beim nächsten Mal hätte es funktioniert. Nein, das Problem ist, das ist in einer Cutscene. Also in einem Videoabschnitt des Spiels. Das heißt, dieser Freeze, dieser Bug, er ist unausweichlich, unvermeidbar wie Thanos. Das ist halt einfach überhaupt gar nicht gut. Wenn ihr dafür eine Lösung kennt, wie wir im Yuzu-Emulator diesen Bug umgehen könnt, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich bin seit 2 Wochen komplett durch und durch auf Foren und auf Reddit unterwegs, um nach einer Lösung für dieses Problem zu suchen. Es hat nichts mit der Refolded-Mod zu tun. Es hat wirklich was mit dem Game an sich zu tun. Ich habe das auch ohne Mod diese Stelle gespielt. Es funktioniert nicht. Und jetzt wäre meine Frage an euch. Wollt ihr, dass wir das Spiel standardmäßig weiterspielen? Ohne 4K, dafür aber auf Deutsch, aber auch ohne die krasse Refolded-Mod, die ich ja so announced habe. Oder wollt ihr, dass wir dieses Projekt vorerst auf Eis legen, mit einem anderen Projekt weitermachen und wenn es irgendwann einen Patch dafür gibt, dass wir dann mit der Refolded-Mod dieses Let's Play beenden? Ich überlasse euch die Entscheidung, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Ich werde bestimmt auch noch mal eine YouTube-Umfrage machen dazu. Und sonst wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao, Leute.